Cello, meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Livestream. Heute ist das Turnier und hier ist Jesus. Okay, Jesus ist doch nicht da. Wir haben hier 21 von 21 Teams. Wir gucken da einmal kurz durch. Wow, Sonton, vielen Dank für das verschenkte Abonnement. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Wir schauen uns die Teams an. Wir haben hier alle 21 Teams vorliegen. Ich frage mich, wie vor allem gespielt wird. Wird richtig geschwitzt? Wird hier wirklich auf Teufel komm raus reingeballert ohne Ende? Oder wird man so ein bisschen Solidarität erkennen? Also wenn ein Team über das andere drüber fährt, wird dann vielleicht am Ende so die letzten 3-4 Ründchen dann doch nochmal langsamer gemacht und ein bisschen gelassen oder wird knallhart durchgeballert. Da bin ich doch sehr gespannt, ob es wirklich diese Hardcore-Schwitzereien, was nicht schlimm wäre, könnt ihr machen, geben wird oder nicht. Warum kann ich hier nicht in den Chat reinschreiben? Jan riecht nach Blumen. Das ist gut. Oder warte. Das ist Bentux. Das ist so ein typischer Bentux. Ah, da, Bracket! Oh my God. Ich gehe jetzt in das eine Spiel rein, ne? Von den beiden Teams, die ich eben angekündigt habe. Wow, die sind ja schon da. Team Unkreativ gegen Infinity. Wo sind denn jetzt alle? Was ist denn hier? Ich gehe mal in ein anderes Spiel. Das dauert mir jetzt zu lang. Ich wollte gerade sagen Blumenkopf. Melonenkopf, ich komme gleich wieder zurück. Okay, okay. Oh mein Gott, die spielen gleich. Die spielen gleich. Debbie und Briggs versus Erdeborn Vogelboy. AKA Quadrathafen. Jetzt bin ich echt. Oh, es geht direkt los. Es geht direkt los. Ich will auch GL Helm schreiben. Oh, kann ich auch? Dass ihr wisst, dass ich zugucke. Ich frage mich, ob die das sehen. Okay, also Forkboy geht hier richtig chillig zu Chicken Rivers. Oh, Adebar. Mach den Camper richtig. Adebar hat an. Bitte, Kredl, einmal kurz Adebar bann. Dankeschön. Und Briggs und Debbie haben ja keine Chance gehabt. Okay. Also, wir gucken jetzt die Runde mal von den Tees aus. Debbie und Briggsy machen wahrscheinlich die schnelle Runde, so wie ich sie kenne. Ja, machen sie. Sie gehen beide oben durch. Und Adebar ist zu stark. Adebar ist einfach von Anfang. Okay, ich hab mich vielleicht versprochen. Debbie ist einfach zu stark. Achtung, Forkboy weiß natürlich schon, was ihm blüht. Oder auch nicht. Forkboy vermutet hier scheinbar einen Zurückgang. Dabei hat man Debbie, glaube ich, sogar gehört. Achtung und hopp! Unsere beiden T-Leute haben ja nicht ganz Lust, wobei hier schon die erste Flash geflogen ist. Adebar regelt wieder Ultra rein. Adebar ist voll gut, was geht ab? Ich glaube, Break kriegt es gerade richtig auf. Holy shit. Debbie mit ihrem Knife, okay. Break mit seinem Knife, okay. Hat übrigens ja im Stream gewonnen, Break. Break ist hier Knife-Gewinner bei uns, ne? Darum macht Break jetzt auch gleich den absolut insane Entry hier gegen Forkboy, nachdem der Molly dann verschwunden ist. Und zwar circa. Oh, Debbie gradet gar nicht ab, sie bleibt. Achso, halt, wahrscheinlich reicht das Geld auch gar nicht. Job gehalten, als wäre es Adrian, genau. Achtung und! Briggs, was war da los? Der Headshot war eigentlich drin. Oh, Debbie hat ihn ganz verlassen. Der Headshot sah da schon irgendwie drin aus, aber dann doch nicht. Kann Debbie jetzt hier gegen Adebar bestehen, der komplett frech da unten steht? Er ist schon wirklich ein frecher Mann. Gute Frage, Patamek, ich weiß es nicht. Was heißt Problem beim Connecten? Also, wenn Anti-Cheat irgendwie spinnt, PC neu starten, aber also wenn es zu late ist, ist es eh schon zu late. Aber falls ihr noch Zeit habt, Anti-Cheat neu starten. Übrigens wurde Adebar eben überrannt, jetzt habe ich nicht geguckt, schade. PC neu starten, dann sollte es hoffentlich gehen. Oh, 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 Briggs. Es könnte trotzdem, ja, die erste Runde für die Tees sein, die sie jetzt hier eingefahren haben. Und der Wiese gerade noch mit Full HP. Briggsy Briggs. Schweißt seine Nate leider vollkommen ins Leere. Die hat nur ihn getroffen mit einem AP und einem Kevlar-Punkt abgezogen. Ein Armor verloren. Oh, Kebab ist nicht... Da! Break, du hast ihn gesehen. Break spielt jetzt auf Verwirrung. Und er könnte natürlich Adebar irgendwie noch schnetzeln, wenn er jetzt nach rechts fliegt. Und er macht es. Okay, da war Forkboy dann aber direkt zur Stelle. Briggs und Debbie haben wirklich eine schwere Zeit gerade. Hätte ich nicht gedacht. Aber... was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Es ist ja, wie gesagt, finde ich, irgendwie doch City-lastig. Deswegen könnte da noch was rumkommen. Ich kam instant rein. Ja, genau. Man kommt ja eigentlich instant rein. Adebar macht das überrascht gut, aber Überraschung oder Break ist auch nicht fit, habe ich den Eindruck. Mal gucken, mal gucken. Sie gehen beide über Long. Forkboy vorne und Adebar direkt dahinter. Da kommt die Smoke, die sie aber nicht wirklich auffällt. Break hat ein paar schöne Hits gemacht, aber Forkboy ballert zu deftig rein. Da will ich nicht facen auf die Range und vor allem in diesem halben Headwitch. Will ich mit den Elites lieber chillen. Schade, schade. Und da ist das erste Spiel hier von Team Dingens. Da oben steht es auch Team Deeks und kein Headset. Fast rum. Noch eine Runde. Natürlich ist trotzdem noch alles offen. Aber ich denke, der Siegeswille ist vielleicht jetzt auch schon nicht mehr so groß. Das ist halt schade, wenn solche Techniken davon gehen. Oh, schade. Da hätte Briggs brillieren können.
Er hat ganz kurz aufgehört zu schießen. Aber Debbie rettet den Tag. Was hat Debbie für eine, ich meine, Break hat nur eine Pistole. Briggs, er hat nur eine Pistole. Ah, da ist die P90. Maske, willkommen im Livestream. Das, oh schade, aber die hittet die trotzdem ein bisschen. Ich denke, das kann Debbie easy noch entscheiden hier, die Runde. Die Nate ist zum Glück daneben geflogen, weil sie dann doch noch reingedrückt hat. Achtung, Achtung, na? Na? Well, what's gonna happen? Komm, Debbie! Wie frech! Adebar versenkt einfach den Shot, absolut frech. Wo bekomme ich 100 Euro? Holy sexy girl, willkommen im Livestream. Hier im Turnier, also das Turnier findet schon statt, man kann leider nicht mehr rein. Aber du kannst gerne hier bleiben und im nächsten Turnier mitspielen. Du kannst zu uns in die Steam-Gruppe kommen, dass du es nicht verpennst, und auf dem Discord, und dann läuft das. Also wir machen ja gerade ein lecker Turnier. Es geht, wie gesagt, um 100 Euro in Prize Guild. Und ja, so, Tricky und LeBron gegen Sanse und Noctsnacke. Wir schauen mal rein, oder? GLHF. Sieht man das eigentlich? Sehen das die Leute in-game auch, wenn ich da reinschreibe? Ich weiß es nicht. Ich hätte schon Bock gehabt mitzumachen. Bin aber jetzt weg. Viel Spaß euch. Larry, hau rein. Nächstes Mal dann. Also, es ist geil. Das müssen wir öfter machen, auf jeden Fall. So, Nacktsnacke hockt unten im Pidderizy. Sans ist ziemlich offen, aber gut, beide sind ja auch auf Short angesagt. Also ist es kein Problem. Sanse drückt hier drückt auch. Ich habe jetzt eben voll damit gerechnet, dass Sanse auf den Körper geht, weil der Headshot, glaube ich, schon angesagt wurde oder gehört werden konnte. Alice, willkommen im Livestream. Ich kann jetzt nichts mehr machen, da ich selber spiele. Alles gut, Sneasel. Baller einfach rein. Wir gucken, was passiert. Also mein Problem ist einfach, dass ich eh nicht sonderlich gut mit meinem Mate reden konnte. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Und beim nächsten Mal einfach nur mit der Community. Es ist auch ein guter Wachstumspunkt, Nightmare. Aber wir machen im Vorfeld einfach klar, man muss Deutsch können. Wobei die es ja ein bisschen konnten. Und man muss im Vorfeld ready sein. Man muss. Max Sager hat den easy weggemacht. Man muss das mit dem Anti-Cheat hinbekommen und so weiter und so fort. Das kann auch in der Community passieren. Achtung, LeBron. LeBron macht jetzt. Schade. Also ich bin ja so ein bisschen für LeBron Babom. Aber Sanse und Nina sind natürlich auch Lieblinge von mir, klar. Es ist für mich eh schwierig, als Community-Vater, Fati, sag ich mal, da zu priorisieren, ne? Ich will einfach ein schönes Spiel oder schöne Spiele haben. Ich will schön. Nude Fake, ja, Pieße, ich weiß auch nicht. Schwierig geht's jetzt B. Also, sie kommen jetzt beide von Long und könnten gleich auf Nina treffen. Und da hat James einen richtig ultra fetten Headshot reingepresst. Gehen sie jetzt beide trotzdem Short? Beide Long, meine ich, beide Long. Sanse ist ready. Wurde eben gesehen, glaube ich, im. Und Sanse holt sie weg. Ich finde auch hier, dass es City-Sided ist, also es ist nicht so tragisch, wenn man bei Team ein paar Runden abgibt, beziehungsweise nicht viele Runden hat, aber trotzdem kann man natürlich, sollte man natürlich Runden holen. Sanse, stabil! Hat er stabil weggemacht, ganz stabil. So, sie gehen rein. Graveyard und direkt hinter Side und Naxe. Ja, der Angriffspunkt ist schwierig, es ist sehr schwierig. Sanse stand jetzt öfter mal sehr offen, also ist meistens dann auch schon hier stehen geblieben. Wenn dann auch klar war, wo sie sind, da versteckt sich da nicht irgendwo, sondern chillt dann da so rein. Gibt jemand im TS, der nur mitschaut, wo man joinen könnte? Das weiß ich nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich so eine Gruppe auch dann noch bilden bei uns im Teamspeak. In der Lounges. Ausrufezeichen TS, um ins Teamspeak zu kommen. Da könnt ihr euch eine Lounge aussuchen und gemeinsam reingucken, wenn ihr wollt. Oder halt gemeinsam den Stream gucken oder wie auch immer. Was passieren hier für Dinge? Sammy, ich weiß es nicht. Ich glaube, Sanse. Hä? War Sanse so arg geflasht, dass er den so spät gesehen hat? Ja, gut, also LeBron und Tricky haben mir echt gerade keinen. Kein Biss? Der Biss fehlt, Sammy. Der Biss fehlt einfach. Kauf mal kein Kevlar. Sind sie nicht im Teamspeak? LeBron und Tricky. Ich hoffe, dass sie im Teamspeak sind und sich unterhalten können. Nacktsnacke mollet wieder rein. LeBron möchte Richtung Long gehen. Sanse ist hier wieder einfach so sehr offen, mittig einfach stehend. Obwohl er nicht weiß, woher sie kommen. Sie kommen jetzt dann langsam über Short. Und Sanse steht sehr, sehr nice dafür da jetzt. Duckt sich nach unten weg, dass er nicht gesehen werden kann. Und Nacktsnacke wartet auch komplett auf den Cross. Jetzt geht sie ran. Sanse hat ein bisschen was genascht. Achtung, man kann jetzt vielleicht gleich einen kleinen Schlitz-Headshot. Naja, doch. James ist heiß. Sammy, jetzt ist er heiß. Meine Güte. Ich glaube, jetzt ist er warm gefahren. Pass auf, ich weiß nicht genau, was er macht. Er vermutet sie schon da unten richtig. Ich hätte die Flash geworfen, glaube ich, wenn ich er gewesen wäre. Ich hätte sie geworfen. Ah, die hat, glaube ich, nicht das Ergebnis. Das ist wirklich schade. Schon wieder so knapp. Also, ich glaube, LeBron hätte das echt locker machen können. Ich hätte die Flash voll reingeschmissen. Wie ein Verrückter hätte ich die reingeschmissen und dann, ne? Tricky geht jetzt über Apartments direkt. Vielleicht kann James jetzt hier gleich auf Long Sanse weg
Tab. Oh, Sansa hat eine Ayub. Das könnte auch ein schnelles. Oh, er ist drin. Ich dachte, er steht da in der Kante. Ah, Tricky wird gleich möglicherweise weggeklatscht. Er hat zu viel Zeit gehabt auch. Also da hätte LeBron direkt den Header reindrücken müssen. Damit das passiert. Let's go, Sansa! Tricky weiß genau, er ist jetzt im Fadenkreuz. Finina Sansa an. Hey, Sansa! Ja, da will er nicht raus. Das würde ich auch nicht machen. Also ich denke, Tricky könnte ja noch über Short Richtung Nina ballern gleich. Oh, Sansa rafft schon wieder. Na, Sansa hat es nicht. Schade, ist wieder. Ist nicht ganz knapp, aber da hätte auch nochmal ein Team, wohin rauskommen können. Let's go, Team Sansa, let's go, Team Nina, let's go, Concentration. Der Move war nice, ja, das haben sie schön gemacht. Muss sagen, ich und Nina haben uns krass eingespielt die letzten Tage. Lange nicht mehr so viel CS gespielt. Oh mein Gott, wie sie praktisch cheaten, okay. Na, schön, dass sie sich das zu Herzen nehmen und das richtig ernst nehmen hier. Long, kommt jemand? Ah, Tricky mit Scout gegen AWP. Ich darf. Oh, und James bricht bei Short durch. Also, wenn James jetzt kurz warten würde. Nice. Perfektes Timing. Oh, James. Es hört sich sehr einseitig an, ich weiß. Aber natürlich habe ich es am liebsten, wenn es knappe Spiele werden, nicht so einfach runter. Flash war besser als mein Aim. Maske, easy peasy. Also das ist bei mir ähnlich. Eine Runde, immerhin Epis. Es ist eine City-Sided Map, also hier kannst du jetzt richtig, hier kannst du richtig reinschwitzen jetzt. Es geht. Die machen das jetzt. Achtung, LeBron und Tricky schwitzen jetzt rein. Wenn sie diese erste Runde holen, dann kann das noch was werden. Comeback-mäßig. Oh, da würde ich direkt aufhören reinzudüsen. LeBron hat hier den Cross nicht richtig, trotzdem, trotzdem ist Nacktsnagge eben gefallen. Jetzt ist Sanse im Zugzwang. Ich hätte nicht reingeschaut, wenn ich Tricky gewesen wäre, ich hätte gewartet, weil der Cross vorhanden war. Aber LeBron macht das jetzt und er holt ihn tatsächlich, er holt ihn einfach weg. Wie oft ist Sonton so im Viewer-Game eigentlich? Sonton? Wenig bis gar nicht, glaube ich. Also für meine Probleme eben werde ich im High Game sowas von Button Fragger mit meiner neuen Sense. Alles gut, Nightmare. Achtung, es kann wie gesagt noch alles werden. Warum werden hier Leute eingeladen zum Zugucken oder was? Wir beobachten das Ganze mal. Tricky hat Short easy im Griff. Beide weg und hier sieht man oder merkt man langsam diese CT-Seitigkeit. Man kann halt schön warten und chillen. Ich meine, CT ist ja eigentlich fast immer einfacher. Oder halt, finde ich, es ist bequemer. Du kannst warten, bis alle kommen. Jason hat gegen Blumi und Bentux gespielt. Ich bezweifle sehr stark. Das bezweifle ich auch sehr stark, Jason, dass er jemand anhatte. Also bei aller Liebe. Aber es muss einen Max-Ping beim nächsten Turnier geben. Kann nicht sein, dass einer Gegner 400er Ping. Chao, natürlich müssen wir das machen. Es könnte ja wirklich noch komplett gedreht werden. Und Tricky und LeBron den Win rausziehen. Es könnte gehen. Mein georgischer Mate, viel zu nett, der schreibt mir die ganze Zeit, wie sehr es ihm leid tut und ich sage die ganze Zeit, dass alles gut ist. Nightmare, das ist süß. Das ist, könnte ich hier vielleicht schon das Draw reinkommen, also zumindest schon mal die achte Runde für Team konzentrieren. Die Möglichkeit ist da. Sansa mit einer wunderschönen Cerberus hier. Auf der Mitte! Wenn ich Tricky wäre, würde ich auf jeden Fall auch hier schön chillen, mich vergammeln und auf keinen Fall jetzt rausgucken, Tricky! Okay, gut, er hatte die Situation scheinbar voll im Griff. Ich hätte es nicht gemacht. Mein georgischer Mate ist auch super. Sehr schön. Macht doch eine Vorhersage mit Kanalpunkten, ein bisschen gamblen. Könnte man machen, aber ich selbst müsste jedes Mal raustappen dafür. Deswegen lasse ich das von den Mods machen. Und die spielen selbst, beziehungsweise sind halt im Hintergrund tätig beim Turnier. Das heißt, ich kann Vorhersagen machen für Bubble Dollar. Das kann ich machen, also einfach wetten. Dass ich sage, ihr werdet jetzt im nächsten Spiel auf Team konzentrieren. Schaffen sie es oder nicht? Eins ja, null nein, die üblichen Wetten halt. Das kann ich machen, das geht schnell. Dafür muss ich zwar auch raustappen, aber das kann ich schnell machen. Aber ich glaube, Gretel ist eher am Arbeiten, Sneasel ist am Wurscheln oder Spielen. Yakuza und Sansa spielen ja beide, Sansa spielt ja aktuell hier mit. Und ja, let's go, wirklich. Es wird spannend, wie ich mir es gewünscht habe. Tricky und James drücken nochmal ordentlich. Guck mal hier, das Scoreboard auch. Also beide 8 Kills. Bei Sansa und Nina ist Sansa der Presser und Nina die Taktikerin. James drückt einfach durch die Smoke. Okay, James an. Schade. LeBron macht beide weg. Einen hat er ja schon. Macht er auch den nächsten. Sammy. Wetten sind an, nicht? Kann jemand unser Game starten? Ich guck gleich mal rein, Azkaban, ob ich das kann. Aber ich bin nur als Zuschauer eingetragen. Glaube ich. Ja, es könnte jetzt hier gleich sogar der Ausgleich kommen. Wenn Tricky das jetzt geschickt spielt, fast selbe Situation wie vorhin. Gut, Nina geht über Balcony mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit ihrem schicken Knife. Tricky geht auch rein, oh mein Gott!
Warum geht der Tricky in Balcony rein? Ist Nina gesteppt? Ich hab nichts gehört. Ist sie gesteppt? Also wenn Sonton einen Geldgewinn erhält, will ich eine Rechnung, dass er die für brauchbares WLAN genutzt hat. Sonton ist der Lecker. Sie hieß aber auch Team Leck, ne? Wir hatten schon 2 Runden gewonnen und dann hat Sneasel es einfach kaputt gemacht. Wie hat Sneasel kaputt gemacht? Das ist Sanse, by the way. Nina ist doch nicht Sanse. Sanse ist Sanse. Achso, habe ich eben Tricky mit Sanse verwechselt, sorry. Oder halt. Hä? War das eben Sanse? War das nicht Nacktsnecke? Achso, er ist im selben Team. Ich habe nur Nacktsnecke gelesen und dachte sofort, alles klar, das ist Nina. Sorry, ja, dann war es Sanse. Sie spielen jetzt hier auf Ultra Safe, was zwingend notwendig ist. Hier wird nicht mehr reingepiekt da vorne, sondern es wird gewartet, denn jetzt könnte die Entscheidung schon fallen. Ich habe nicht gewusst, dass Sanse den auch drin hat, den Tag. Und da hat Sanse schon genascht. Das langsam und chillig spielen zahlt sich bereits aus. Ich denke, da geht nichts mehr. Also, nicht, dass ich an Nina glaube. Aber gegen 2 ist halt einfach heftig. Und wie gesagt, Tricky war wirklich mal eine ganz große Nummer. Ich denke, das merkt man auch ganz gut. Wobei James ja auch reindrückt wie die Sau. Also sie haben ja fast gleich viele Kills. Nina und Sansa haben jetzt auch nur MPs geforst. Wenn, dann gehen sie jetzt voll durch Long oder durch Short und reißen rum das Ruder und machen einen Draw. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Draw kommt. Aber wir finden es auch nicht heraus. Denn Team LeBron Bonbon hat gewonnen. Kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die